Eine missglückte Flucht. Ein kleines Dorf in Zentralrumänien, 20.09.2016. Alex verließ das Haus durch den Hintereingang. Es war kurz nach 3 Uhr morgens. Laute Rufe von Jakob hatten ihn geweckt. Hastig hatte er seine Manuskripte und sein Handy geschnappt und rannte, was das Zeug hielt, durch den rückwärtigen Gemüsegarten und die dahinterliegenden Felder auf die nahegelegene Hügelkette im Osten zu. Er war zu spät gewarnt worden. Die schwarzen amerikanischen SUVs wurden von seinen Brüdern erst am Ortseingang bemerkt. Seine Flucht schien hoffnungslos, aber es war die einzige Möglichkeit, die Manuskripte davor zu bewahren, in falsche Hände zu geraten. Wie hatten sie ihn bloß entdecken können? Sein Smartphone hatte er in Deutschland zurückgelassen. Auch den Laptop hatte er in einem Schließfach in Bratislava oder vielleicht auch in Wien einschließen lassen, falls Roman das auftragsgemäß für ihn erledigt hatte. Alex hatte auf seiner Flucht hierher lediglich die handschriftlichen Aufzeichnungen und sein veraltetes Handy mitgenommen. Er brauchte es, um zumindest zeitweise, nämlich nur dann, wenn er den Akku auch tatsächlich ins Gerät einsetzte, Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen, ohne permanent geortet werden zu können. Vermutlich hatten sie auch seine Telefonate abgefangen. Aber das war jetzt egal. Sie waren hinter ihm her und es trennten ihn nur wenige hundert Meter von seinen Verfolgern. Es war kalt. In der Nacht war ein verräterischer weißer Flaum vom Himmel gefallen, viel zu früh für die Jahreszeit. Die dünne Schneedecke ließ die Gegend in hellem Weiß erstrahlen. Er rannte so schnell er konnte über die Felder, überquerte eine notdürftig befestigte schmale Straße und lief weiter über den schneehellen Boden. Das Mondlicht bildete ihn erbarmungslos auf der weiten Ebene ab. Weit und breit kein Baum, kein Gebüsch, kein Bach, in dem er seine Spuren hätte verwischen können. Vor knapp 24 Stunden war eine totale Mondfinsternis und jetzt das. War der gestrige Blutmond doch ein Vorbote schlimmer Ereignisse, wie manche behauptet hatten? Die Presse war voll davon. Aber Alex war nicht abergläubig. Er hörte bereits das Bellen der Hunde hinter sich und manchmal streifte ihn das Licht einer Maglite. Wenige Minuten später hatten ihn die Hunde erreicht. Sie versperrten ihm den Weg und hinderten ihn mit gefletschten Zähnen am Weiterlaufen. Seine Lungen schmerzten und er schaute sich mit verzerrtem Blick um, ob es noch irgendeine Möglichkeit gab, den Hunden und seinen Erfolgern zu entkommen. Aber es war aussichtslos. Schließlich hatte er es mit Profis zu tun und es dauerte nur wenige Augenblicke, bis sie ihn erreicht und umstellt hatten. In gebrochenem Deutsch brüllten sie ihn an, sich hinzuknien und die Hände hinter dem Kopf zu verschränken. Das Erste, was sie taten, war, ihm das Manuskript aus den Händen zu reißen, als ob das Bündel Papier gefährlicher sei als er selbst. Aber war er gefährlich? Er hatte doch nur ein paar Auslegungen zur Bibel auf seinem Computer bearbeitet. Das war doch nicht strafbar, oder? Und jetzt das? Einer der Soldaten mit vollständig vermummtem Gesicht näherte sich Alex. Mit wenigen mechanischen Handgriffen legte er ihm die Plastikhandschellen an. Als er sich Alex näherte, hatte dieser kurz den Eindruck, als ob er einen kleinen Elektromotor oder einen Servoantrieb gehört hätte. Obwohl er Alex mit seinen Kollegen verfolgt hatte, war er nicht außer Atem. Hatte er überhaupt einen Atem? Alex sah keinerlei Atemdampf. Plötzlich wendete sich der Soldat ruckartig um und stürmte zum Haus zurück. Irgendjemand schien ihn per Ohrhörer zurückbeordert zu haben. Als er sich der über 2 Meter hohen Gartenmauer näherte, sprang er mit einem einzigen riesigen Satz darüber und war verschwunden. 2 der Soldaten, die neben Alex standen, nickten anerkennend. Dann führten sie Alex den gleichen Weg zurück zum Haus und auf die Hauptstraße, wo die amerikanischen Hammer mit noch laufenden Motoren warteten, und schoben ihn unsanft auf den Rücksitz. In rasendem Tempo verließen sie den kleinen Ort und nahmen dann Kurs in Richtung Hermannstadt zum Flughafen.